Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Ich begrüße euch. Die Eierlikör-Mandelplätzchen von letztens, die fand ich richtig toll und die sind auch gut bei euch angekommen. Und deshalb habe ich mich für heute für ein weiteres Rezept mit Eierlikör entschieden, nämlich Eierlikör-Spritzgebäck werde ich euch zeigen. Spritzgebäck ist toll, da hat man direkt eine richtig große Menge und kann viele hungrige Mäuler stopfen und mit Eierlikör nochmal umso toller. Und deshalb zeige ich euch heute dieses Rezept. Wer Eierlikör mag und gerne mit Eierlikör backt, für den ist das bestimmt genau das Richtige. Schaut auch gerne in meinen Playlists unter Weihnachtsgebäck. Da findet ihr noch andere tolle Rezepte rund um Weihnachten. Vielleicht ist da das ein oder andere Rezept noch dabei, was von euch nachgebacken und ausprobiert werden möchte. Dann geht es jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Wir benötigen folgende Zutaten: 500 Gramm Mehl und 2 Teelöffel Backpulver, 250 Gramm Butter, 100 Milliliter Eierlikör, ein Päckchen Vanillepuddingpulver zum Kochen, 250 Gramm Zucker und 2 Tütchen Vanillezucker sowie 3 Eigelb. Und dann nachher zum Verzieren. Ich muss mal gucken, ich bin noch gar nicht sicher, wie ich das verzieren werde. Da kann man ja auch ganz kreativ sein. Das kann man machen, wie man das möchte. Ich glaube, ich werde einige Plätzchen mit Kuvertüre verzieren. Und dann werde ich wohl aus Puderzucker und Eierlikör auch noch einen Guss anrühren und auch einige Plätzchen damit verzieren. Ich habe noch Schokostreusel, ich habe noch gehackte Mandeln. Da muss ich mal gucken, was ich dann nehme. Gebacken wird das Ganze auf einem Backblech bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene. Und wir brauchen natürlich so eine Gebäckpresse, so eine Presse mit einem Gebäckeinsatz, so Drehwolf mit Gebäckeinsatz, so nennt sich das. Und ja, das ist das, was wir benötigen für das Eierlikör-Spritzgebäck. Mehl und Backpulver habe ich jetzt schon mal in eine Rührschüssel gegeben und miteinander vermengt. Jetzt gebe ich die anderen trockenen Zutaten dazu. Vanillezucker und Zucker, das Vanillepuddingpulver und dann verrühre ich das auch noch eben mit dem Mehl. Dann gebe ich noch Butter dazu und die Eigelbe und auch den Eierlikör und dann knete ich das mit den Händen eben schnell zu einem schönen Mürbeteig. Ich habe jetzt einen schönen, elastischen und geschmeidigen Teig, so muss er sein. Und die meisten von euch wissen ja auch schon, dass die Größe vom Ei immer eine Rolle spielt. Sollte der Teig zu klebrig sein, dann gibt er einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Ist der Teig zu fest, dann könnt ihr einfach noch ein bisschen kaltes Wasser oder in dem Fall noch ein Schlückchen Eierlikör hinzugeben und das unterkneten. Und so könnt ihr dann die Konsistenz ausgleichen. Ich werde den Teig jetzt erstmal zum Ruhen für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Ich hatte den Teig für eine Stunde im Kühlschrank zum Ruhen und Durchkühlen und wie ihr seht, habe ich jetzt schon angefangen. Hier auf dieser Schiene oder über diese Schiene kann man ja eben die Form des Gebäcks auswählen und da gibt es ja zweimal so eine platte, breite Form und zweimal so eine runde, dickere Form und ich werde alle vier Formen jetzt hier durchdrehen und ausnutzen, die Gebäckpresse hergibt und werde die platten Plätzchen zusammen ausbacken und auch die dickeren Plätzchen zusammen auf einem Blech, damit die halt eben gleichmäßig durchbacken. So, jetzt habe ich halt eben hier meinen Teig in meinem Fleischwolf, drehe den dann durch, lege den aufs Backblech. Der Backofen heizt schon vor und dann kann das erste Blech gleich schon in den Backofen. Und irgendwie habe ich da so ein bisschen Probleme mit meinem Drehwolf hier. Da ist ja so ein Saugnapf drunter, so ein Saugfuß. Aber ich habe den nass gemacht. Der Untergrund ist auch sauber und fettfrei, aber trotzdem hält das nicht. Habt ihr da vielleicht einen Tipp, wie man das besser machen könnte, damit das eben länger hält und nicht nur eben für ein paar Umdrehungen? Da wäre ich euch dankbar, wenn der ein oder andere von euch da vielleicht einen Tipp für mich hätte, wie das mit dem Saugnapf hier besser hält. Jetzt
Jetzt ist mein erstes Blech schon fertig. Das schiebe ich jetzt schon in den Backofen. Und ich nehme ja immer portionsweise den Teig aus dem Kühlschrank, damit halt eben der restliche Teig weiterhin schön gekühlt ist. Ja, jetzt werde ich den ganzen Teig ebenso zubereiten. Das Gebäck habe ich jetzt teilweise mit Kuvertüre und teilweise mit einem Guss aus Puderzucker und Eierlikör dekoriert bzw. eingepinselt und dann Schokostreusel und Mandelstückchen noch drauf gegeben. Und das könnt ihr natürlich machen, so wie ihr das möchtet, was ihr da habt, was ihr mögt. Und ich habe sie ja aufbewahrt in einer Blechdose. Und wenn man die Blechdose öffnet, da kommt schon so richtig ein ganz toller Eierlikörduft entgegen. Also das ist ja genau nach meinem Geschmack. Probiert das Rezept unbedingt aus. Guten Appetit! Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.